Heilt er sich? Okay. Wovon ist es abhängig, dass er sich regeneriert? Das will ich jetzt wissen. Willensstärke. Dieser nach dem Exakun-Krieg. Wow, Exakun ist der coolste. Okay, er regeneriert sich einfach nur so. Danke. Ihr habt ja keine Ahnung, wie fürchterlich der Folterkäfig ist. Ich weiß nicht, wie viel ich noch ertragen hätte, bevor ich wahnsinnig geworden wäre. Ich konnte euch nicht einfach leiden lassen. Ich kann euch leider keine Belohnung für meine Befreiung geben. Nichts Greifbares auf jeden Fall. Aber ich verfüge über Informationen, die ein Vermögen wert sein können. Ich war der Pilot der Aben Hawk, Darviks Flaggschiff. Ich kenne die Codes, um das Sicherheitssystem des Schiffs zu deaktivieren. Ich speichere sie in eurem Datapad. Ihr könnt die Codes benutzen, um die Aben Hawk direkt aus dem Hangar zu stehlen. Verkauft sie an den Höchstbieter. Gebt sie Darvik für ein Lösegeld zurück. Was immer ihr damit macht, ihr werdet tausende Credits verdienen. Gut, ihr könnt gehen. Es wird nicht lange dauern, bis Darvik herausfindet, dass ich frei bin. Wir haben, was wir wollten. Schauen wir doch mal hier rein, würde ich gleich sagen. Kein Problem! Wie könnt ihr es wagen? Wie. David wollte nur wissen, ob ihr noch etwas braucht. Nun ja, in diesem Fall. Im Moment. Und ich danke euch, mein Herr. 5 Credits hat er mir geschenkt. Geiler Scheiß. Was hast du denn hier noch? Deine 5 Credits kannst du dir in den Arsch. Adliga ist das. Habe ich mich da gerade verlesen? Nein, ich will nicht mit dir reden, du dreckiger Adliga. Ich mag keine Adligen. Blutreiche. Bäh. So, da waren wir noch nicht. Torf, ihr habt doch in den Mandalorianischen Kriegen gekämpft, oder? Vielleicht sind wir uns ja schon mal begegnet. In welchen Schlachten wart ihr denn dabei? Ich denke nicht gern an meine Schlachten und die Schrecken des Krieges zurück, mein Freund. Die Schrecken des Krieges? Mein Volk kennt nur den Ruhm der Schlacht. Ihr enttäuscht mich, Torf. Ich dachte, ein Krieger wie ihr würde mich verstehen. Ja, Karth. Seit wann seid ihr so freundlich zu mir? Karth ist nicht wie ihr, Kandaros. Ich bin kein Krieger. Ich bin ein Soldat. Das ist ein Unterschied. Krieger kämpfen und erobern. Die Schwachen sind ihre Beute. Soldaten hingegen beschützen die Unschuldigen vor Kriegern. Das redet ihr euch vermutlich jeden Abend ein, damit ihr schlafen könnt. Im Gegensatz zu euch akzeptiere ich, wer und was ich bin. Ich muss mich nicht rechtfertigen. Meine Siege geben mir Recht. Eure Siege? Und was passiert, wenn ihr verliert? Wie damals gegen uns? Ihr wart klar in der Überzahl. Ihr hattet mehr Schiffe, mehr Soldaten, mehr Vorräte. Und die Jedi. Trotzdem brachten wir die Republik ins Wanken, bevor wir untergingen. Das redet ihr euch wohl jeden Abend ein, damit ihr schlafen könnt. Ich will nichts mehr davon hören, gekonter. Der Krieg ist vorbei. Ihr habt ihn verloren. Karth ist der Killer. So. Dann würde ich sagen, hauen wir hier ab, ne? Nachdem ich ja alles geklärt habe. Und wenn wir hier weg sind, werde ich gleich einen Schnitt machen, weil ich brauche was zu essen. Boah, brauche ich was zu essen. Kein Problem! Nicht geklappt. Ja, ich habe doch die Zugangscodes. Ganz leger. Zugangskarte verwenden. Greif auf System beziele. Alle Sicherheitstüren öffnen. Hangar-Sicherheitssysteme deaktivieren. So, ist doch gar kein Problem. Geht die Tür hier auf, oder? Diese verfluchten Sith-Schweine! Sie bombardieren den ganzen Planeten! Ich wusste, sie würden uns früher oder später angreifen, aber... Oh, schau mal an! Was haben wir denn da?
Diebe im Hangar! Ihr wolltet also mein Schiff für eure Flucht stehlen und mich hier verrotten lassen, während die Sith diesen Planeten in Staub verwandeln? Tut mir leid. Daraus wird wohl nichts. Ich kümmere mich um sie, Darvik. Darauf habe ich schon lange gewartet. Macht kurzen Prozess, Kello. Die Sith meinen es ernst. Wenn wir nicht bald in die Schiffe kommen und hier verschwinden, werden die uns mit ihren Bomben alle erledigen. So. Unser Kampf gegen Kylo Nord. Nicht mehr hier. Ich werde einen Schnitt machen. Wir sehen uns dann beim Kampf und dem Bestieg der... Ach, Schnickschnack. Ich wäre nicht Lenny, wenn ich nicht weiterspielen würde. So. Er schmeißt ein verbessertes Medikit ein. Und verwandelt Kylo Nord in einen Nahkampf. Er zerschießt Darvik am besten. Ja. Wenn ihr mir 100-mal überlegen seid, wenn ich gehen muss, dann geht ihr alle mit. Dieser Thermaldetonator reißt uns alle in Stücke. Verdammte Sith, die lassen uns den ganzen Hangar um die Ohren fliegen. Nein. Nein! Ah! Tja, Kylo, tut mir leid. Darvik hatte einen schönen Kampfanzug. Lasst uns das Schiff hochfahren. Nehmen wir den Rest eurer Freunde auf und verschwinden von diesem Planeten. Taris ist gegen unseren Angriff ohne jegliche Verteidigung, Lord Malak. Sie leisten keinen Widerstand. Und die Stadt liegt in Trümmern. Nehmt den Beschuss wieder auf, Commander. Löscht diesen lächerlichen Planeten aus. Wir müssen zur Jedi-Enklave auf Dantooine. Dort können wir uns verstecken. Jäger im Anflug! Schnell zu den Geschütztürmen. Die Sith-Jäger müssen aufgehalten werden, bis wir die Hyperraumkoordinaten eingegeben haben. Man fühlt sich an die Filme erinnert. Und ich hasse diese Mission. Ich hasse diese Mission. Stirb! Noch zwei im Anflug. So, meine Freunde, wo ist der letzte? Wo bist du? So. Da waren sie doch alle. Schon eine Ewigkeit her, dass ich hier war. Dabei waren es nur ein paar Monate. Hier sind wir erstmal vor Malak in Sicherheit. In Sicherheit? Ihr wisst, was seine Flotte auf Taris angerichtet hat. Da stand kein Haus mehr, das höher gewesen wäre als zwei Stockwerke.
Sie haben den ganzen Planeten in eine einzige Müllhalde verwandelt. Selbst die Sith werden es sich zweimal überlegen, bevor sie Dantooine angreifen.